weil ja nur eine Dame mitspielt, wie man sieht. Gell? Und wenn die anderen einmal nicht wissen, wohin mit den Hormonen, dann. Deswegen kann man froh sein, wenn er sitzen kann. So, jetzt. Wie bin ich? Jetzt zu uns beiden wieder. Ich möchte mehr lernen über den Reggae. Reggae, da wird ja viel gekifft, oder? Ja, extrem viel. Ist das Voraussetzung, dass man Reggae spielen kann oder versteht, also wenn man jetzt nur User ist, sind ja, im Übrigen muss ich mal kurz sagen, Oktober 2008, ich sage es in die Kamera 17, 1,7 Millionen Menschen, die sich den Scheißdreck anschauen. 1,7, das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Ingolstadt hat. Fast genauso viel. Genau. Aber nicht so schlimm wie bei uns in München mit den Rapper, oder? München besteht, hat 1,4 Millionen Einwohner, aber 3,7 Millionen Rapper. Das weiß ich. Ich weiß es. Jetzt, was wollt ihr fragen? Rocker. Wo? Rocker. Nein, wir wollten uns über die Drogen unterhalten. Also, ist es Voraussetzung, wenn ich Reggae höre, dass ich gekifft habe? Man glaubt's, aber es ist nicht Voraussetzung. Man kann sich Reggae auch völlig nüchtern anhören. Ich kann dir nur noch mal meinen Hauptdarsteller fragen. Du hast ja vorher das erste Stück gehört von Rastaschan, bist vollkommen drogenfrei. Wir machen ja immer vorher unsere Dopingkontrollen. Und was empfindet man, wenn man ohne Drogen Reggae hört? Schwierige Frage. War aber gut gespielt. Das war, können wir das nochmal aufnehmen? Das war gut. Dieses an die Kehle fassen. Man muss immer bei Schauspielern genau zuerst schauen, was sie gemacht haben. Da ist er hinter jeder Armbewegung, hinter jeder kleinsten Gesichtsmimik ist ja eine Bedeutung. Du hast ja an die Kehle gefasst, also was heißt das? Übersetzen es uns. Das bringt einen um. Ne? Wie bitte? Das bringt einen um. Es bringt einen um. Reggae bringt einen um. Also er mag kein Reggae. Da haben wir jetzt, das ist jetzt unbedingt ja. So, ich würde sagen, wir haben natürlich dafür das ein tolles Stück von Rastaschan, das heißt in Deutsch Let's Massenmord Now. Und wie heißt das in Englisch, das Stück? African Lion heißt das Stück in Englisch. African Lion, der afrikanische Löwe, das ist ja alte Grals Weisheit, die haben ja heute noch dieses Problem, gell? Ich sag's immer wieder. Man muss bei, wenn man jetzt zum Beispiel spendet, wenn man spendet, da heißt es, habe ich die da drüben sind so wahnsinnig arm. Ja, was sieht man da in diesen Berichten? Man sieht eine Frau, mit saublöd schaut das aus, die einen eigenen Wassertopf auf dem Kopf trägt und 7 Kilometer bis zum nächsten Brunnen geht. Ja. Ja. Und dann heißt es, Kinder haben daheim nichts zum Essen. Dafür sollen wir spenden. Ja, da gehe ich heute halt mal vorbei beim Lidl und nimm was Billiges mit. Muss ich ja nicht jeden Tag. Da kann man doch was einkaufen für dich. Nein, sie geht 7 Kilometer, um Wasser zu holen. Da mache ich halt einen Hahn auf daheim. Ja. Aber ich schaue halt. Ihr seid ja Freund von denen, von den Afrikanern, gell? Okay? Von denen, ja. Das schaut halt besser aus, gell? Wir machen das auch, wir gehen einmal an Lidl vorbei. Wo holt ihr euer Wasser? Das ist ein Geheimnis, weil wenn ich das jetzt sage, jeden, dann kommen wir alle hin und holen. Ja, weil es ein heiliges Wasser ist und die Geschichte, das wollen wir alles jetzt nicht hören. Wir wollen jetzt ein Lied hören, das heißt The African Lion, wie gesagt, das, die Filmmusik zu dem Stück, wie bringe ich einen nicht unter Drogen stehenden Schauspieler um? Das ist dein Lied. Wir beobachten exakt sein Gesicht, während er das Lied hört. Du hast nur die letzte Aufgabe zu sterben. Du bist, also, manche Schauspieler sind so gut, die, wenn im Kino sterben, ist das schöner, als wenn sie in echt sterben würden. Kannst du das? Ich hab's noch nicht probiert. Dann, das ist jetzt nur eine einmalige Möglichkeit, die ist nicht wiederholbar. Wir lassen ihn jetzt mit Musik einfach hier live umbringen. Das ist einmal was. Das können wir sofort verkaufen. Gell? Also da geht es gleich rund. Also ich bitte um Töne und jetzt schauen wir mal, ob es wirkt. Weh, der lebt da noch. Hier kommt Rastaschan mit dem afrikanischen Löwen, zu Deutsch Let's Massenmord again. Das war jetzt
things are to go. Every day, just tell me, begin.